Okay. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa afdhalus salati wa tammu at-taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Amma ba'd. Wir sind mit unserem Unterricht von Durus al-Lughat al-Arabiyya und wir sind beim 13. Kapitel angekommen. B Teil 2. Wir hatten letztens den Jama, den Plural, Muzekkar, also den männlichen Plural von den Wörtern. Und jetzt kommen wir zum Plural vom weiblichen. Hier haben wir zum Beispiel einen Text. Man ha'ula il fatayatu ya Maryamu. Wer sind diese Mädchen, o Maryam? Fata, ta, Marbut am Ende heißt Mädchen. Und Al-Fatayatu, das ist der Plural. Hunna Zamilati. Letztens hatten wir Hua, was er war, und der Plural war Hum. Jetzt hier sie, Hunna. Also sie Mehrzahl. Hunna Zamilati. Zamila, das ist Schulkameradin oder Kameradin allgemein. Und Zamilati, das ist Mehrzahl. Das bedeutet, beim Plural vom Weiblichen fügen wir Elif und Ta hinzu. Beim Männlichen fügen wir Wau und Nun hinzu. Ebenso wird es jetzt noch nicht gesagt, aber merkt euch, dass Zamilat am Ende entweder Dhamma hat, wenn es zum Beispiel Subjekt ist oder Nominativ, oder Kesra hat. Egal ob Mudaf ilay oder Mif'ul bihi, also egal ob Akkusativ oder Dativ oder Genitiv. Akhawatun hunna. Sind sie Geschwister? Naam, hunna akhawatun. Ja, sie sind Geschwister. Man abu hunna. Wer ist ihr Vater? Von den Mädchen. Abu hunna, al-Sheikhu Bilalun. Ihr Vater ist Sheikh Bilal. Ummuhunna Ustadati. Und ihre Mutter ist meine Lehrerin. Also Muallima haben wir und Ustada. Beides geht. Aina Baytuhunna. Wo ist ihr Haus? Baytuhunna Qaribun min al-Madrasati. Ihr Haus ist nah von der Schule. Habt ihr irgendwelche Fragen? Okay. Jetzt bei 1 haben wir Tahwil. Hawwil al-Mubtada fi al-Jumlat al-Atiya ila al-Jam' kama huwa muwaddah fi al-Mithal. Also, wir haben das Beispiel. Gehen wir direkt zum Beispiel, wo Mithal steht. Hadhihi bintun. Das ist ein Mädchen. Ha'ula'i banatun. Diese sind Mädchen. Also, wir haben Hadha und Hadhihi. Hadha für männlich. Hadihi für weiblich. Ha'ula ist egal oder weiblich, beides geht. Und danach eben den Plural. Ha'ula'i banatun. Bint, banat. Bei denen, wo das sich ein bisschen ändert, also eigentlich beim ersten haben die das als Beispiel gegeben und alles andere ist dann genau gleich. Und wenn was anderes ist, werden die das dann schreiben. Fangen wir dann mit Hussein an und dann Herr Abdullah und dann Ahmed. هذه طالبة. هؤلاء طالبات. Genau. Was heißt Taliba? Schülerin. Studentin. Okay. Abdullah, wenn du willst natürlich. Wenn nicht, kein Problem. Dann gehen wir zu Ahmed. هذه مدرسة. هؤلاء مدرسات. Genau. Hussein. هذه طيبة. هؤلاء طيبات. طبيبة. Genau.
هذه طبيبة، هؤلاء طبيبات. Genau, was heißt Tabiba? Hallo? Ja, ich höre. Ärzten. Genau, Ärztin. Und Mudarrisatun war eben Lehrerin. Okay, Ahmed, هذه Muslimatun. Ta'ula'i Muslimatun. Genau. Und Muslima ist eben Muslima. Jetzt gehen wir zur nächsten Seite. Hussein, هذه Zawjatun. Ha'ula'i Zawjatun. Genau. Was heißt Zawja? Ehefrau. Genau. Okay, Ahmed, هذه أختن. هؤلاء أخوات. Was heißt أخت؟ Schwester. Schwester, genau. Okay, Hussein, هذه فتاة. هؤلاء فتيات. Jugendliche oder Mädchen. Genau, Mädchen. Ahmed, هذه جديدة. هؤلاء جدد. Genau. Und hier merkt ihr, dass der Eigenschaft oder dass die Eigenschaft gleich bleibt. Also egal ob männlich oder weiblich, der Plural bleibt gleich. Und was heißt Jadida? Neu. Die neu. Neuen. Genau. Und Jadida ist eben neu für etwas Weibliches. Okay. Kannst du den nächsten machen, weil Hussein gerade rausgegangen ist? Nein, ich bin hier. Achso, Abdullah ist rausgegangen. Ja, okay. Hussein? Hadi, Kabiratun? Haulai Kibarun. Kibarun, okay. Was heißt Kabira? Groß. Groß. Okay, Ahmed, Hadi Sariratun? هؤلاء صغار. Genau. Was heißt صغيرة? Klein. Okay, Hussein, letzter. هذه طويلة. هؤلاء طوال. Lang. Genau. هؤلاء طوال. Lang. Unten haben wir dann eben einen Text und den müssen wir dann lesen, ohne Haraka. Jeder liest einen Text. Ahmed, fang du an. Haulai ikhwati wa haulai akhawati. Kannst du das übersetzen? Ja, das sind meine Geschwister. Und also ja doch, das sind meine Geschwister und das sind heute und heute. Und das Menschen einmal weiblich. Ich heute meine Brüder, also meine Geschwister männlich. Hawati, meine Schwestern, Mehrzahl. Okay, jetzt. Aber heißt Brüder nicht? Ja. Müsste es nicht Ikhwani heißen? Ikhwani. Nein. Ikhwani ist ja diese. Ikhwan. Ikhwati, Ikhwani. Ich muss das nachgucken. Aber meistens ist dieses Ikhwan sowas für eine Eigenschaft. Also nicht einen Namen. Ikhwani. Aber guck mal. Ja, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
Welche Frage? Ich dachte, du hast was gesagt, weil ich habe nichts gehört. So, ich meinte nur, soll ich weitermachen? Ach so, okay. Man ha'ula il fataya tun? El fataya tu? Ach so, aber tu oder tun? Tu, weil wir haben ja L. Das ist ja mit Artikel. Ah, stimmt. Genau, man ha'ula il fataya tu? Ha'ula i banat tul mudarrisat. بنات المدرسة تو nicht تو weil das hier die Mädchen der Lehrerin. Ach so, تي, genau. Weil es مضاف إليه ist. Ja. Okay, was heißt das? Wer sind diese Mädchen? Mhm. Diese oder das sind die Mädchen der Lehrerin? Genau, richtig. Was ist damit gemeint? Sozusagen okay, jetzt Schüler? Ahmed. Nee, also wem gehören diese Mädchen? Und die Mutter, weiß man, dass die eine Lehrerin ist und dann sagt man, das ist eben die Mädchen von dieser Lehrerin zum Beispiel. Von der ach Lehrerin. So, ach so, okay, verstanden. Okay, Ahmed, Nummer 3. هؤلاء الفتيات زميلتي أبوهن طبيب وأمهن مدرسة. Genau. زميلاتي. Der Internet war ein bisschen schwach, deswegen habe ich nicht gehört, ob du es verlängerst oder nicht. Kannst du das übersetzen? Die sind die Mädchen meiner Kollegen, meiner Kolleginnen, meiner Kollegin Janne. Mhm. Ihr Vater ist Arzt. Deren Vater ist Arzt und deren Mutter ist eine Lehrerin. Genau, richtig. Okay, jetzt Hüseyin, Nummer 4. Eine Talibatul Jadidu. Wir haben eine إلى الجدد. أسو. جدد. يا جماعة. أين طالبات الجدد؟ ذهبنا إلى المكتبة. إلى المكتبة. إلى المكتبة. Wo sind die neuen Schülerinnen oder Studenten? Sie sind. War مكتبة. Bibliothek. Was heißt erstmal ذهبنا؟ Gegangen. Also gehen. Ja, genau. Sie sind gegangen. Ist gegangen. Okay, und jetzt Mektaba. Wenn Mektab Schreibtisch ist, dann ist Mektaba. Ach so, auch Schreibtisch aus. Nee, Bibliothek. Ja, ach so, habe ich ja gesagt. Habe ich nicht gehört. Ich habe nicht gefragt, okay. Ob das mit Bibliothek heißt. Ach so. Also, Sie sind in die Bibliothek gegangen. Okay. Und hier merkt ihr, ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe. Beim Verb haben wir gesagt, ذهبت zum Beispiel, da fügen wir ذهبوا, also wir fügen ein Wow und ein Elif hinzu, wenn das Plural männlich ist. Wenn es aber Plural weiblich ist, dann fügen wir ein Nun hinzu und sagen ذهب, also Sukun, beim dritten Buchstaben oder vom richtigen Wort, Janik. Und dann hat na, zahabna. Und achtet bitte auf die Verlängerung jetzt. Weil jetzt zahabna ist Hunda, also sie weiblich. Zahabna, wenn wir das verlängern würden, dann heißt das, wir sind gegangen. Also na mit Elif ist dann wir. Genauso bei talibatu. Diese Verlängerungen sind sehr wichtig, weil die Araber, wenn die ein Elif schon nicht hören, dann verstehen die das ganze Wort nicht. Okay. Nummer 5, Ahmed. Eine
Bintuke, ja. Benan. Also, eine Benatuke, ja. Ja, Ammati. Genau. Hunne viel Mettbach. Viel Mettbach, Jan. Was heißt das? Wo sind deine Töchter? Oh, Ammati. Oh, meine Tante. Genau, welche Seite? Mutter oder Vaterseite? Mutter. Sicher? Nein, er hatte, es ist in Arabisch andersrum, ne? Genau, dann Vater. Vater. Sie sind in der Küche. Genau. Okay, hier sehen. هؤلاء الممرضات مسلمات؟ نعم. الممرضات ist das Dativ oder sowas? Also ist es Mudaf ilayh? Nein. Hat es eine Präposition davor? Achso, habe ich T gesagt? Du hast T gesagt. Ich wollte zu sagen, eigentlich. Okay. هؤلاء الممرضات مسلمات؟ نعم. Ich weiß aber auf keinen Fall, was ممرضات heißt. Mubarakat, Krankenschwester. So. Krankenschwester und Muslimat heißt doch, ist ganz normal Muslim, oder? Genau, Muslime, also muslimische Frau, aber Mehrzahl. Genau. Sind diese Krankenschwestern, also sind das muslimische Krankenschwestern? Ja. Okay, jetzt 7, Ahmed. Was ist? هؤلاء طبيبات أزواجهن مدرسون. Das sind Ärzte, Ärztinnen, ihre Männer sind Lehrer. Genau. Okay, hier sehen. من هذه المرأة؟ هي المرأة هذه المرأة في لازم يا هذه المرأة يا Okay, also ich habe es wiederholt, weil ich Imra'atu gehört habe. Achso, doch, davor kann ich Imra'a gesagt haben. Okay. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen Imra'a und Mar'a? Imra'a, Mar'a. Eigentlich beides ist verständlich, dass Frau bedeutet. Also sowas ganz Genaues weiß ich jetzt gerade nicht. Okay. Hier Zawjatul Tabibul Jadidu. Zawjatul Tabi. Ich habe es nicht gehört. Ich hab gesagt, hier Zawjatul Tabibul Jadidu. Als erstes Zawjatul Ta. Der Ta kriegt ein Shadda. Genau, ja, habe ich vergessen. Und dann her Tabi, Bu oder Tabibi? Bi. Okay, dann LJD. Du. Nein, das ist doch Eigenschaft. Neue. Aber ist doch. Bekommt auch Kessler? Bekommt auch Kessler. Ja, aber. Ach so, das bekommt das Gleiche, was das andere bekommt? Genau, der Adjektiv bekommt genau das Gleiche, was davor ist. Ach also, so. Was bestimmt. Ich habe gedacht, dieses Mudaf ilayh ist auf das Nomen sozusagen. Okay, Mudaf ilayh wollte ich auch gerade sagen. Mudaf ilayh würde auch Kessra kriegen. Weil, wenn du sagst dann, hier Zawjatul Jadidi. Ich meine, ich habe gedacht, dieses Mudaf ilayh bezieht sich nur auf das Nomen und danach kommt wieder El Jadidu. Also, weil El ist, kommt U dahin, also Dhamma dahin. Aber ich habe vergessen, dass man das, dass die Adjektive die gleiche Endung kriegen. Genau, okay. Was heißt das? Wer ist diese Frau? Sie ist die Ehefrau des neuen Arztes. Genau, richtig. Okay, Nummer 9, Ahmed. Benatuke viel viel Meter
oder für eine für Madrasa Tithaniyatu Ya Usama Ya Usamatu Al-Thanawiyya. Also ich jetzt die Endung daraus? Genau. Tu oder Ti? Ti. Ti. Ja, ich habe es davor anders gedacht, dass ich es gehört habe. Okay. Was heißt das? Also erstmal Ba'duhunna fil Mudarrisat. Oder fil Madrasati. Das geht eigentlich auf der nächsten Seite weiter, deswegen. Und bei mir haben die das, in der neuen Auflage ist das alles in einer Seite. Also das übersetzen wir dann später. So. Was heißt dann Abanatuka für Madrasati Thanawiyatu? Thanawiyati, ja Usamatu. Was heißt das? Sind deine Töchter in der Oberschule, ja Usama? Genau. Und dann nachher Baduhunna fil Madrasati. Also einige sind in der Schule. Und auf der nächsten Seite kommt dann eine Eigenschaft. Al-Thanawiyyati. Also einige sind in der Oberschule. Okay, wie geht's weiter? Und über Baduhunna fil Madrasati fil Madrasati warte, wie? Also nicht Schwestern, aber wie liest man das mal? Tuasita? Mutawassitati. Also Mutawassitati, also einige sind in der Oberschule und einige sind in der Mittelschule. Genau, richtig. Okay. Hüseyin, Nummer 10. Eleke Benetun je Leila Li Benetun Kib. Sagen wir Eleki oder Eleka? Eleki. Genau. Was heißt das nochmal? Eleki? Ja, die ganze Frage. Also nur die Frage heißt, Eleki, hast du Töchter, ja, O Leila? Okay, weiter. Bei mir ist es, also diese Frage war in einer Zeile, deswegen habe ich nicht die Antwort gesehen. Das ist okay. Was weiter? Ja, bitte. Naam li banatun kibarun. Ja, oder ich lese erstmal zu Ende, ich mache erstmal zu Ende. Wa unna talibatul طالبتون بالجامعة 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 تي genau also hast du Töchter, Oleina? Ja, ich habe große Töchter oder alt, also ältere Töchter. Und? Okay. Sie sind Studentinnen in Jamia. Was ist mit Jamia nochmal gemeint? Jamia ohne Ta Marbuta ist große Moschee gemeint. Wenn es aber Ta Marbuta ist, dann ist es Universität. Achso, ja, genau. Ja. Sie sind Studenten der Universität. Okay. Aber kann ich kurz eine Frage stellen? Ja, bitte. Warum sagt man nicht viel Jamiati? Ob das geht oder nicht, das weiß ich nicht. Aber das ist vielleicht genauso wie im Deutschen, weil du sagst ja an der Universität, nicht in der Universität. Ach so, okay, doch, ja. Ja. Okay, jetzt sagen wir dran. Man ha'ula inna warte, ma'ula in nisa'u
Tiwalo oder Tiwalo Hunna Ja. Tabibe Men eine min Amerika. Was heißt das? Woher kommen diese Frauen, diese langen Frauen? Sie sind Studenten, nein, sie sind Ärzte aus Amerika. Genau. Okay, let's do the same. Tabibatun. الطبيبات زو خرجنا من المستشفى دي die Ärztinnen genau doch die Ärztinnen haben das Krankenhaus verlassen genau okay jetzt bei Nummer 3 اقرأ المثال ثم حول الجملة الآتية مثله Wir haben beim Beispiel Zainabu kharajat min al-fasl. Weil Zainab weiblich ist, haben wir kharaja einem Ta gegeben. Kharajat min al-fasl. Jetzt Zainabu wa Aminatu wa Maryamu. Wir haben drei hinzugefügt, weil zwei hat eine andere Form. Im Arabischen sagen wir dann kharajata. Also wir fügen dann ein Elif hinzu, ein Ta und ein Elif hinzu. Wenn es weiblich ist und wenn es männlich ist, kharaja, wir nur ein Elif hinzu. Und hier haben wir drei gemacht, damit das Plural ist und nicht dual. Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna. Hier haben wir ein Nun hinzugefügt, min al-fasli, aus der Klasse. Aber ich finde... Okay. Ja? Du meinst kharajna, deswegen... Ich habe die Frage nicht verstanden. Also du meinst Kharajne, aber es muss ja Kharajne sein, ohne Verlänger. Achso, okay, Kharajne. Okay. Okay, jetzt ist Ahmed dran. Nummer 1. Also, soll ich jetzt einfach nach die Mehrzahl bilden, oder was? Genau. Also ich muss jetzt keinen Namen nennen, ne? Nee. Also Al-Mudarrisatu Zahabata ila al-Fasli und dann Al-Mudarrisati Al-Mudarrisatu Achso, genau. Al-Mudarrisatu Zahabna ila al-Fasli Genau. Okay. Hussein? Zwei. Kann ich erstmal fragen, warum oben Zahabe und Zahabata und Zahabat heißt? Wo steht Zahabata? Da steht Zahabata bei dem ersten, was Ahmed gemacht hat. Ganz kurz. Also El-Mudarrisatu Zahabata und nicht Zahabat. Das ist ein Fehler. Weil beim 9 haben die das extra nochmal Sukun gemacht. Achso, okay. Ich weiß ja nicht, so mit mir. Also wie gesagt, ich gucke vom 9, deswegen sehe ich diese Fehler nicht, die beim Alten sind. Achso, okay, ja, bei uns ist es so ein bisschen... Aber gut, dass du gefragt hast. Okay. At-Talibatul, At-Talibatil Jadidatu, At-Talibatul Jadidatu, Okay. Jalasat, Fil Fasuli Talibatul Jududu Jalasna Fil Fasuli Okay. بنات محمد ذهبنا إلى المدرسة. Genau, super. Jetzt bei 4 haben wir die Ism-Ishara. هذا, هذه, هؤلاء. Wir haben dann Wörter
und müssen dann wählen, welche von diesen drei wir wählen. Okay. Fangen wir mit Hussein an. Mach mal bitte eine Zeile. Okay. هذا أخي. هذه أختي. رجال. Okay. هؤلاء رجال. Okay. أحمد، vier. هؤلاء. Auch eine Zeile. هؤلاء مدرسون. هؤلاء طالبات. Okay. Und هذه. هذه أمي. Okay. Soll ich nur zumachen, damit er dann aufzählt? Achso, alle, okay. هذا أبي. هذه طالبة. تن. Okay. هذا طالبة. هؤلاء طالبة. طبيبات. Okay. طبيبات. Und هذا تجار. هذا تاجر. Aber hier sagen wir. Achso, هؤلاء تجار. Händler. Ja, oder Verkäufer. Okay. Ich habe es mit Türkisch verwechselt, weil Türkisch ist auch ein Tujar. Kein Problem. Jetzt die letzte Seite. Hier müssen wir Hua oder hier Hunde wählen. Also er oder sie männlich, sie oder sie plural weiblich. Ich lese und ihr müsst dann einfach nur sagen, also was wir wählen. Man hatha rajulu. Ahmed, wer ist dieser Mann? هو مدرس. Genau. Er ist Lehrer. Okay, Hussein, أين الطالبات? Wo sind die Studentinnen? هن في الفصل. Genau. من هؤلاء الفتية? أو الفتية? هي. Ich muss dann hier einsetzen. Nicht hier. Jugendlichen. Soll so das weiblich sein? Achso, also die Mehrzahl, sorry. Nee, Hunde. Das ist. Das ist doch Einzahl, oder? Aber dann würde nicht Herr Ole Ibus werden. Elfitia kommt von. Ah, doch, ne? Elfitia kommt von Vetter. Vetter. So. Also nicht Vetter mit Tamar Mutamende, sondern Vetter mit Elf Maksura. Und Vetter heißt ja Jugendlicher. Und Fitia sind dann die Jugendlichen. Also Plural, Mehrzahl. Plural, männlich. Ja, dann muss ich Hum benutzen. Das bedeutet, wir sagen dann? Hum. Genau. Hum, Abna, Mudarrisin. Tut mir leid, die Zeit ist ein bisschen knapp, deswegen bin ich ein bisschen so eilig. Vier. Ein Talibatul Jadidatu. Hier, viel Mektabati. Genau, richtig. Ahmed, man haula in Nasi oder Nasu? Hum Hindi? Hallo? Hum Hujajun min al-Hindi. Okay, die Stimme wird. Nummer 6, eine Tabibatu. Tashfil Wilada. Hunna fi Mustashfil Wilada. So, okay, Hunna. Okay, weil Tabibat ist ja Ärztin. Okay, Ahmed, man hadha al-waladu alladhi kharaja min bayti. Hua. Also, wer ist dieser Junge? Der, genau. Also, er ist mein Bruder. Oder Ibn Achi, der Sohn meines Bruders. Okay, 8. Hussein. Men oder min aina haula idduyufu? Hum min arruyat. Genau.
Okay. 9. Man min aina haula il mumaridat? Hunne min el Philippin. Philippin. Genau. Okay. Man hadhihi il fatatu? Hiya bintul mudarrisatu. Ja, mit der okay. Jetzt den Jama mache ich. Uchtun Achawatun. Ich gehe mit der Zeile. Bint Banatun. Muslimatun. Muslimatun. Tabibatun. Tabibatun. Tabibun. Atibba'u. Zawjun. Azwajun. Zawjatun. Zawjatun, Fatatun, Fatayatun, Kabiratun, Kibarun, Tawilatun, Tiwalun, Jadidatun, Jududun, Achun, Ikhwatun, Kabirun, Kibarun, Jadidun, Jududun. Obwohl ich ehrlich gesagt, dieses mit dem, dass der Plural von den Eigenschaften, egal ob männlich oder weiblich, einer hat, das ist ein bisschen komisch finde. Also ich kann mich nicht erinnern, dass ich das so gelernt habe. Ich dachte auch, dass es Jadidatun ist oder Kabiratun ist. Und da müsste ich nochmal nachgucken, ob es vielleicht Akhtilaf gibt. Wallahu alam. Dann sind wir hier fertig. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.